Hallo von der Mainau vom Startup at Food Summit 20. Ich habe hier den Karl-Heinz stehen von Eatly und der stellt mal kurz sein Startup vor. Hallo, ja, ich bin Karl-Heinz von Eatly und habe Eatly entwickelt, zusammen mit meiner Frau Claudia. Eatly kannst du direkt von der Flasche in die Pfanne eingießen und sofort leckere und gesunde Gerichte erstellen. Was ist Eatly? Eatly ist ein Teig, fermentiert und besteht nur aus Reis und Linsen und ist in dieser Halbliter Glasflasche erhältlich. Eatly ist glutenfrei, laktosefrei, hat keinerlei Zusatzstoffe und keine Allergene. Ein sehr, sehr gesundes Produkt und du machst ihn in der Pfanne und kannst sehr, sehr viele verschiedene Gerichte zubereiten. Und was ganz wichtig ist eigentlich beim Produkt, es muss schmecken und Eatly schmeckt ganz lecker und jedem gelingt's. Kann ich bestätigen, ihr seid ja Foodpartner und habt hier beim Mittagessen verschiedene Crepes gemacht mit verschiedenen Füllungen, war wirklich sehr lecker. Wie kamt ihr auf die Idee? Ja, wir reisen gerne, wir essen gerne, wir kochen gerne und von unserer letzten Reise, Asienreise, haben wir das in den Straßenküchen mitgenommen und zu Hause versucht nachzukochen, was gar nicht so einfach war. Hat lange gedauert, aber irgendwann hat es dann geklappt und wir haben festgestellt, das ist eigentlich ein Gericht, das sich ganz toll kombinieren lässt mit unserer europäischen Küche. Und nach Verkostungen von zu Hause mit Family and Friends sind wir dann auf die Idee gekommen und gesagt, das müssen wir eigentlich allen zur Verfügung stellen, jeder braucht sowas. Habt ihr recht gehabt, weil das ist schön, dass ihr hier seid. Was plant ihr für die Zukunft? Wo seht ihr euch so in 4, 5 Jahren? Naja, in 5 Jahren, muss ich sagen, sehen wir uns da, dass jeder so eine Flasche im Kühlschrank hatte. Also gute Antwort. Okay, wie seid ihr auf Crowdfoods aufmerksam geworden und auf den Food Summit? Ja, einfach übers Internet gesucht. Wir kommen nicht aus der Szene, also Food ist für uns was völlig Unbekanntes, außer vom eigenen Essen. Ja. Aber ich habe früher IT gemacht und da sucht man halt dann, wer kann einem helfen und kommt dann sehr schnell auf euch. Ja. Ja, das freut mich natürlich, finde ich super. Wie gefällt dir die Location, wie gefällt dir die Veranstaltung? Also die Location ist super, alle total hilfsbereit. Von der Veranstaltung kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich so mit dem Kochen beschäftigt war und die Leute angestanden sind ohne Ende. Ich hoffe, dass ich jetzt nach Nachmittag noch mal ein paar Vorträge mir anschauen kann, aber toll alles, ja. Super, das freut mich. Genießt die Veranstaltung, viel Erfolg für die Zukunft und ja, wir sehen uns nachher noch auf ein Getränk. Wir kommen dann nächstes Jahr wieder hier. Das wäre natürlich ganz super. Vielen Dank fürs Zugucken und bis später.